Hallo ihr Lieben. So, jetzt mache ich dann endlich mal meine schon seit Monaten angekündigte Wohnungstour. Ich habe jetzt natürlich noch den ganzen Weihnachtsschmuck stehen, aber da das ja eigentlich schön aussieht, mache ich es jetzt einfach mal mit. Also, das ist mein kleiner Korridor. Vollkommen ausreichend für mich. Und das Bad, wo ich besonders auf meine Kleckser-Badematte hinweisen möchte. Und passend zum Grounder-Style auch noch einen Duschvorhang mit Wald. Ja, ist halt auch klein, aber die Waschmaschine passt rein. So, und dann geht es hier geradeaus ins Wohnzimmer. So, hier hängt auch die Lexa. Ja, und hier ist mein ganzes Sammelsurium drin. Ist vielleicht, also es wirkt so auf dem Video noch überladener, als wie wenn man jetzt in echt davor steht. Ich weiß auch nicht, ob das alles so bleiben wird immer. Hin und wieder werde ich sicherlich auch mal was umstellen und umändern, aber jetzt sieht es gerade so aus. Harry Potter, Herr der Ringe, Helene, Barbara, Game of Thrones und Kleksa. Hier habe ich dann noch ein paar Harry Potter Bücher stehen und die Figuren dazu. Ja, Weihnachtsdeko und die ganzen Süßigkeiten von Weihnachten liegen hier auch noch rum. Dann das Sofa. Und was ich ganz besonders liebe, mein Couchtisch, der so aussieht wie so ein Ölfass. Dazu passend habe ich auch noch da hinten ein kleines Regal. Ja. Und da ich ja sehr auf Details achte, habe ich sogar Untersätze von The 100. Wie sollte es auch anders sein? Ja, hier habe ich noch Platz gefunden für eine kleine Essecke. Aber der Tisch ist ja auch ausziehbar. Ja, da sind noch ein paar Monster-Heilpuppen drin. Mein Bäumchen steht hier gerade. Ansonsten steht hier eigentlich ein Blumentopf. Ja, und ein großer Bilderrahmen mit sämtlichen Con-Bildern. Ich wohne ja, das muss ich dann noch dazu sagen, in der 9. Etage. Man hat dementsprechend einen guten Ausblick über die ganze Stadt. Sieht man jetzt im Dunkeln natürlich eher schwierig. Ja. Und hier ist mein Bücherregal. Beziehungsweise Bücher-DVD-Regal. Mit den zwei Fächern voll mit Bollywood-Filmen. Und hier geht es in die Küche. Mit meinem geliebten rosa Kühlschrank. Ja, also die ist auch schön klein, aber das reicht ja auch vollkommen, wenn man alleine wohnt. Wie ihr seht, auch schon gut in Rosa gehalten. Auch hier haben wir Anna und Elsa. So, und dann habe ich hier noch meine Fandom-Regale. Erstmal noch meine CDs und weitere DVDs. Noch ein paar Con-Bilder. So, und dann habe ich hier mein schönes rotes Regal wieder stehen. Mit den Twilight-Puppen. Ein Fach
von meinen ganzen Lea Michele Büchern und CDs und mein Autogramm von ihr. Und nein, ich habe sie leider nicht persönlich getroffen. Das habe ich nur geschickt bekommen. So, dann habe ich hier 3 Fächer für Frozen. Ich hatte ja bisweilen nur die 2 aus dem ersten Teil. Und jetzt sind einige dazugekommen. Einmal dieses Set hier mit dem Schlitten aus Teil 2. Und von dem einen Kurzfilm die beiden. Die sind auch aus Teil 2. Und die auch. Oh, hier stehen noch meine Harry Potter Filme und Twilight Bücher und Filme. Meine Harry Potter Plushies. Und meine Bellatrix Wand. Und natürlich auch mein Foto mit Helena hängt. Ja, hier habe ich noch ein paar Monster-Heilpuppen stehen und hier ist ja auch Fantastische Tierwesen, Harry Potter. Meine The 100-Puppen, Wonder Woman und The Walking Dead. Und noch mehr Harry Potter. Und hier habe ich jetzt mein Kleckser-Fach, was ja vorher in dem roten Regal immer war. Und hier sind noch Barbies aus den Barbie-Filmen. Und hier ist noch eine Elsa. Ja, das ist eben auch so wie so eine Tonne. Das fand ich total süß. Und auch so ein bisschen passend zum Grounder-Style. Hier hängen die signierten Zeichnungen. So. Ja, das wäre dann das Wohnzimmer. Das Herzstück der Wohnung sozusagen. Das aussieht wie ein Museum. So. Und dann kommen wir ins Schlafzimmer. Ja. Das ist meine Eliza. Die ist auch noch in Weihnachtsstimmung. Hier sind 2 weitere DVD-Regale. Und nochmal sehr, sehr viele Con-Bilder. Und das schöne Teil. Ja, mein Bett, das mit Kissen und Plüschtieren vollgestopft ist, wie immer. Auch hier darf natürlich Anna und Elsa nicht fehlen. Und hier haben wir auch nochmal eine kleine Con-Wand mit Postern und den ganzen Badges und noch weiteren Bildern. Und meine kleine Kommode, wo hauptsächlich eigentlich nur Barbies drin sind und Klamotten für meine Reborns. Ja, das steht jetzt hier gerade ein bisschen voll, weil ich ja schon ein bisschen Silvester-Krams habe. Aber normalerweise ist das eben ein bisschen aufgeräumter. So, und dann, das habe ich erst seit kurzem, meine schöne Glasvitrine von IKEA, wo ich jetzt alle meine Monster-High-Puppen, also fast alle, abgesehen von denen, die noch im Wohnzimmer stehen. Ansonsten habe ich jetzt hier alle untergebracht. Ja, hier stehen jetzt noch ein paar Kartons rum, die muss ich auch noch in den Keller bringen. Da waren jetzt in den letzten Tagen einige Päckchen gekommen mit Anna und Elsa. Ja, hier geht's raus zu meinem Balkon. Und hier auf der Seite ist meine kleine Nursery, die sich jetzt wirklich nur noch auf das Bettchen beschränkt und den Schaukelstuhl und die Wippe. Ja. Finde ich eigentlich, also ich bin im Moment, wie es jetzt so ist, ganz zufrieden damit. Die Pflanze kommt ja wieder ins Wohnzimmer, wenn der Weihnachtsbaum weg ist.
So, und dann zeige ich euch mal noch, oder versuche euch mal den Ausblick zu zeigen vom Balkon. Muss ich erstmal rausgehen. Ja, so viel dazu. Wie man hört, wir haben schon die ersten Feuerwerkskörper ausprobiert. Ja. Genau, da draußen habe ich auch noch eine Lichterkette dran. Die wird in den nächsten Minuten angehen. Ja. Und da habe ich auch noch zwei Stühle und ein Tischchen auf dem Balkon. Ja. Das wäre dann die Wohnung. Eine schöne IKEA-Lampe noch. Und hier die Lampe wollte ich euch auch noch zeigen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt. Die sieht so aus wie ein Wald. Lauter Bäume. Die fand ich auch total schick. Ja. Gut. So viel dann zu meiner neuen Wohnung. Mehr oder weniger neu. Ich wohne jetzt seit einem guten halben Jahr hier, würde ich sagen. Seit Juni. Ja. Nun ja, also ich habe ja sowieso viel zu viel Kleinkram hier drin zu stehen, das jetzt alles genau zu zeigen würde, zu lange dauern. Darum jetzt einfach mal als Überblick soll das reichen. Ich hoffe, ihr hattet alle schöne Weihnachten und ich hoffe, ihr kommt auch gut ins neue Jahr. Und dann, ja, mal sehen, was ich als nächstes für ein Video aufnehme. Also die nächste Con ist ja erst im April, das ist ja noch ein Weilchen hin. Mal sehen, ob mir vorher noch irgendwas einfällt. Ansonsten sehen wir uns im April wieder. Und dann wünsche ich euch ein frohes neues Jahr, wenn es denn soweit ist. Bis zum nächsten Video.